Mit Ark Genesis 2 sind viele neue Kreaturen ins Spiel gekommen, so auch der Norglin. Und wie er gezähmt wird, das kennen wir schon von einer anderen Kreatur, nur ist hier der Unterschied, hier lohnt es sich tatsächlich mal Opfertiere einzusetzen, denn der Norglin ist extrem OP. Moin, mein Name ist Nico, der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Hier wird der Ark Genesis Content nur so rausgeballert, wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, wie immer habe ich natürlich alles vorbereitet, was wir heute brauchen, und das schauen wir uns mal an. Wir brauchen, wie eben schon angesprochen, auf jeden Fall Opferkreaturen. Karbos, also die Schildkröten, haben sich eigentlich als sehr gut erwiesen. Die funktionieren da exzellent für. Ich habe hier welche, die sind auf Level 120, das heißt, die werden so auf Level 80 bis 90 irgendwo gewesen sein, wenn man sich die zähmt. Ich habe sie hier reingespawnt mit einem Level 80 und da sind sie quasi perfekt getamed. Das müsst ihr beachten. Nehmt da einfach High-Level-Tiere, zähmt euch die weg. Ihr braucht davon 5 Stück. Ansonsten empfehle ich noch kleine Steintorbögen, mindestens 11, und die dazugehörigen Tore auch mindestens 11. Eine Harpunenschleuder und natürlich das neue Netzprojektil. Und dann kann es auch schon losgehen. Einmal kurz erklärt, wo wir Noctin finden können. Im Prinzip komplett auf dieser 50er-Linie, auf der ich mich gerade auch befinde, im Rockwell-Biom. Dort sind sie draußen anzutreffen. Es gibt sie auch in den Innereien von Rockwell. Allerdings ist es da eher ein bisschen kritischer, die zu zähmen, weil das ist einfach das schwerste Biom, was wir hier auf der Map haben. Und da das hier ein schnell und einfach ist, kümmern wir uns draußen darum. Wichtig ist, Noglins sind extrem klein, das heißt, ihr müsst da sehr gut aufpassen, überhaupt, ja, um einen finden zu können. Die sind sogar noch kleiner als diese Ameisenviecher hier. Und die sieht man ja manchmal schon schlecht, deswegen ihr braucht ein gutes Auge und Geduld bei der Suche. So, die Harpune ziehen wir uns natürlich auf einen Slot unten drauf. Und das, was wir bauen wollen, das ziehen wir uns auch auf einen beliebigen Slot unten drauf. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, ich habe natürlich das vorhin schon wieder alles getestet und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt mit der Creature Finder Deluxe Mod einen Noglin gesucht für das Video, weil das einfach überhaupt gar keinen Mehrwert bietet, wenn ich den selbst suche. Was ist mir aufgefallen? Es waren bei mir gerade gar keine Noglins mehr auf der Karte. Bevor ich mich aus dem Singleplayer ausgelockt habe, sozusagen, waren da 5-6 Stück. Will heißen, es kann vielleicht etwas dauern, bis ihr einen findet oder bis wieder einer spawnt, wenn ihr euch mal ausgelockt habt aus dem Singleplayer. Scheint aber auch nur aktuell so zu sein, das werden die sicherlich noch fixen. So, ich habe die Markierung mal ausgemacht, um euch auch zu zeigen, wie klein dieses Ding tatsächlich ist. Er müsste ja eigentlich irgendwo hier vorne gestanden haben. Da hinten ist er. Schaut mal, der ist super klein. Wir gehen jetzt mit der... Ei, jetzt hat er uns gekratzt. Super, das ist super. Das ist super. Ich hoffe, er schießt jetzt nicht alle Netzprojektile raus. Das war jetzt nicht so schlau. Die sollten wir vorher dann vielleicht mal wegnehmen. Denn er ballert jetzt so lange, bis er uns eben, ja, noch geslackt hat. Das sind 30 Sekunden. Seht ihr jetzt nicht, weil er bei mir auf dem Kopf ist, beziehungsweise weil ich davor stehe. Wir haben aber gleich noch genug Projektile. Er wird gleich abgehen und dann werden wir ihn versuchen, mit dem Netzprojektil zu trappen. So, und ist einmal kurz schwarz vor Augen. Wir können ihn aber verfolgen. Da läuft er weg. Da haben wir ihn getrappt. Ich weiß gar nicht, ist das so schlau jetzt hier unten? Bleibt einfach ruhig dabei. Wir bauen jetzt mal eben unsere Geschichte auf. Und zwar bauen wir so ein Viereck aus den, ja, Steintoren. Der liegt eigentlich ganz gut hier. Wichtig ist nur, bleibt halt ruhig, ne? Ihr habt 60 Sekunden Zeit, sobald er liegt. Das Ding hat eben... Ja, der müsste drin liegen. Ich hoffe, der liegt drin. Wir schauen uns das mal an. Der müsste auf jeden Fall drin sein. Wir bauen mal draußen weiter. Wie gesagt, 60 Sekunden lang ist er getrappt. Und dann bauen wir das Ganze 2 breit. Also noch eine da ran und 2 lang einfach. Ja, und bauen das auch entsprechend hinten zu, ne? So sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr Glück habt, ich bin selbst ein bisschen nervös geworden gerade, weil er mich zum ersten Mal auch selbst geslackt hat. Bleibt einfach ruhig, ihr habt genügend Zeit, das zu bauen, und er rennt ja, wenn ihr ihn seht, er kann ja nicht wegrennen, ne? Also ihr könnt ihn ja verfolgen, ich habe jetzt den Movement Speed Level 150 bei mir, und dann könnt ihr ihn einfach an der Stelle trappen, die dann vielleicht ein bisschen besser geeignet ist als das jetzt hier, weil es hier ein bisschen schräg ist, ne? Es gibt noch deutlich schlechtere Orte, auf jeden Fall ziehen wir jetzt hier noch die Tore rein. Zack, peng, da ist das letzte Tor, und was machen wir jetzt? Jetzt kommen die Karbos ins Spiel, die müssen wir jetzt alle einzeln droppen. Wichtig, immer den Kryo-Buff abwarten, ne? Nicht, dass das dann hier irgendwie auf einmal blöd wird. Wir schmeißen mal die erste raus. Zack, peng. Wenn ich das so sehe, könnte man das sogar noch ein weiter nach hinten machen. So, ich habe mich nochmal umentschieden. Ich habe es nochmal ein kleines Stück größer gemacht. Das heißt, dann sind es 13 statt
11 Tore, die wir brauchen. Achso, und wir machen das Ganze eben so groß, damit die Cabos genügend Platz haben und damit eben auch der Nocklin dann später genug Platz hat, um hin und her zu laufen, weil er springt halt immer wieder von Cabo zu Cabo, um sich dann quasi selbst zu zähmen. Und so gewährleisten wir eigentlich einen reibungslosen Ablauf. So, die letzte Cabo wird gedroppt. Wir pfeifen. Wir können in unser Radmenü quasi gehen und pfeifen einmal alle passiv. Wir schauen uns nochmal an, ob das auch wirklich jetzt passiert ist. Passiv, passiv. Passiv, passiv, passiv. Sehr gut. Dann können wir hier quasi aufmachen. Und hier auch. Da hatten wir jetzt Glück, dass er doch noch drin ist. Und jetzt wird er eigentlich loslegen. Uns müsste er in Ruhe lassen, weil er uns einmal schon angegriffen hat. Jetzt müssen wir eben darauf warten, dass er hier durchkommt. Und jetzt Interesse an den, ja, an den Schildkröten kriegt. Das kann ein bisschen dauern. Ja, dass er mich zum Beispiel gegriffen hat. Das hatte ich jetzt auch zum ersten Mal. Das hat vorher auch nie funktioniert. Und es kann jetzt ein bisschen dauern, bis er die Fährte aufnimmt. Und jetzt mal Gas geben möchte. Jetzt ist er hier schon irgendwo drin. Und wichtig, sobald er einmal dran ist, können wir ihn ja auch tracken mit der Funktion, die übrigens ganz regulär in Ark drin ist. Hier oben Dino-Fuß mit dem Plus oben drauf und da sind dann alle Tiere drin, die wir gerade zähmen. Jetzt müssen wir eben warten, bis er loslegt. Und das hat vorhin bei mir tatsächlich sehr, sehr lange gedauert. Er läuft so ein bisschen rum. Ich werde bescheuert, er hat angefangen. Er hat angefangen nach einer halben Stunde. Er ist schon direkt am nächsten dran. Wir können einmal hier angucken, wie viel Prozent er nach oben kriegt. Wird uns angezeigt, sehr schön. Das Ding ist halt, die Schildkröten greifen sich jetzt halt gegenseitig an. Ne? Das ist aber egal, weil die kriegen sich eigentlich gegenseitig nicht tot. Er wird gleich wieder abspringen, ist jetzt bei 32%. Ich hoffe, er geht jetzt schon direkt an die nächste ran, weil sonst ist nämlich das Problem, dass sein Zähmfortschritt runtergeht. Wir machen die mal eben weg, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt hast du ganz viel freie Wahl. Du bist bei 34,4% und du willst nicht mehr, wa? Okay, die Zähmeffizienz geht jetzt schon runter, weil er sich nicht mehr zähmen lassen will. Das ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer, wie gut einfach jede neue Kreatur in dem Spiel funktioniert, nämlich eigentlich gar nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als würde er nochmal wieder rangehen wollen, um sich eben zähmen zu lassen. Da können wir auch so viel pfeifen, wie wir wollen, weil es ist halt buggy, ne? Das soll so nicht sein. Das kann mir keiner erzählen, dass das so sein soll, weil er macht einfach nicht das, was er normalerweise machen würde, und zwar eben, Opfertiere kontrollieren, um sich dann zu zähmen. Ja, und da steht es auch wieder auf 0%. Nice. So, ich habe einmal das Spiel neu gestartet. Bei mir gab es ein paar FPS-Drops, das war nicht mehr spielbar. Aber siehe da, Spiel neu gestartet, Nocklin weg. Ich zeige euch das einmal kurz, dass es halt wirklich buggy ist, weil es gibt wieder Leute, der Nico, du hast einfach irgendwas falsch gemacht. Nee, habe ich nicht. So, Punkt, aus, Ende. Ich habe so gemacht, wie man es machen soll. Ihr seht das hier. Hier ist auch der Nocklin nicht mehr drin. Das heißt, der Nocklin ist wieder von der Karte verschwunden. Kleiner Gegentest. Vielleicht gibt es jetzt hier diesmal welche. Aber wir gucken einmal rein in Creature Finder Deluxe. Und siehe da. Es gibt einen Nocklin aktuell auf der Karte. Gut, aber der Nocklin, den wir hatten, der ist despawned. Und auch hier, es ist aktuell verbuggt. Wildcard sitzt bestimmt daran, dass das gefixt wird. Weil es kann ja nicht sein, dass Main Features eines DLCs einfach überhaupt nicht funktionieren. Dementsprechend, wir force-tamen uns jetzt einen Nocklin und dann schauen wir uns nochmal die Werte an. Wichtig ist, das hier, was wir jetzt gemacht haben, das funktioniert, wenn eben der Bug gefixt ist. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich es jetzt hier gesagt habe, einige werden es wieder nicht verstehen, ist kein Problem. Aber dann ist dieser Kanal einfach nichts für euch. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal eben kurz die Features an. Wenn sich da irgendwas ändern sollte an der Taming-Methode, wird es natürlich ein Update geben, aber das ist der Way to go eigentlich. Level, krass. Krass, krass, krass. Also wenn unser Nocklin vom Level her zu low ist, dann können wir auch die Kreaturen nicht kontrollieren, wenn die zu low sind. Interessant. Das ist wirklich interessant. Level 120er kriegen wir mit einem Level 24er nicht. So, die Schildkröte kriegen wir. Und wenn wir da Doppel-F drücken, also um unseren Nocklin zu schmeißen, so wie wir alle anderen Tiere rausschmeißen, dann können wir die Kontrolle übernehmen und dann haben wir quasi diesen Play-as-Dino, Vibe hier und kontrollieren jetzt komplett die Schildkröte und können jetzt hier alles mit der Schildkröte wegklatschen. Ich stehe halt, ich muss mich mal kurz selbst retten. Das ist nämlich der Punkt, dass man dann selbst eben nur blöd in der Gegend rumsteht. Ja, und wir haben dann die Kontrolle eben für 5 Minuten über das wilde Tier. Wenn wir gezähmte Kreaturen übernehmen, sind das 2 Minuten und wir können jetzt eben alles machen, was wir wollen. Wir können, glaube ich, sogar mit F, können wir wieder in unseren Charakter gehen und können hier sogar auf das Inventar der Schildkröte zugreifen. Und könnten beispielsweise jetzt auch einen Sattel ausrüsten und dann eben mit der Schildkröte laufen. Wichtig ist jetzt, wir könnten jetzt auch den Nocklin eben halt wegnehmen. Dadurch würde aber die Schildkröte instant sterben. Schauen wir einmal. 6,7 Millionen Damage einfach. Auch ganz interessant, wir gehen nochmal eben einmal raus. Ich würde nämlich noch eine Sache gerne wissen. Und zwar, ob man den jetzt betäuben kann und ob man den dann zähmen könnte quasi. Ah, krass.
Jetzt, wo er betäubt gewesen wäre, hat der Noglin ihn einfach aufgefressen. Das ist auch interessant. Da muss man dann mal schauen, ob man den Noglin irgendwie anders runterbekommt, dass man das Tier dann wirklich zähmen könnte und in eine, ja, in eine Taming-Falle dann reinlockt. Wie dem auch sei, das war mein Video zum Noglin. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.